Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin und ich stelle Ihnen in dieser Sendung immer interessante Persönlichkeiten vor, Unternehmerinnen und Unternehmen. Und diese Woche stelle ich Ihnen vor die Unternehmerin des Jahres 2014 von Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen, Peter Heuer. Dankeschön für die Einladung. Unternehmerin des Jahres. Ich suche immer den großen Orden, der das sagt, oder die große Figur. Die große Figur steht in meinem Büro. Es ist ein bisschen schwer gewesen, neben dem Blumenstrauß das zu halten. Ich habe mich sehr gefreut über diese Auszeichnung. Was machen Sie denn als Unternehmerin des Jahres? Sie machen nämlich etwas, ja, das verrate ich noch nicht ganz, das soll uns Frau Heuer selber erzählen, das ist eigentlich für eine Frau ungewöhnlich. Ich mache seit 24 Jahren in Baustoffe und habe einen selber gegründeten Baustoffhandel in Berlin. Und in Brandenburg, in Strausberg und seit einem Jahr in Mode, Herrenmode. Das ist schon eine interessante Spannung. Jetzt haben Sie mich gerade sprachlos gemacht. Ja, das ist ja wirklich spannend. Erstmal, wie kommt denn eine Frau dazu, einen Baustoffhandel zu gründen, wenn Sie es ererbt hätten, wenn Ihr Vater das gemacht hätte, ich gesagt, okay, aber den haben Sie selber gegründet. Haben Sie früher mit der Schubkarre und Sand gespielt, statt mit Puppen oder wie kam sowas? Also ich habe früher durchaus mit Puppen gespielt, aber auch mit im Sand gebuddelt. Ich komme aus dem Ostteil der Stadt Berlin und habe, um das Abitur machen zu können, Baufacharbeiter mit Abitur gelernt. Das heißt also meine erste Begegnung ganz frontal mit Baustoffen und Bauwesen. Baufacharbeiter mit Abitur, genau. Ja, also der DDR-Bürger genau, gegenüber den Westen. Die lernten was Anständiges. Genau, wir mauern, wir putzen, wir betonieren so die ganze Palette, ja, auch Plattenbau. Und habe dann sozusagen nach der Ausbildung konnten Sie sich das damals selber aussuchen oder wurde Ihnen das zugewiesen? Na, die Möglichkeiten, Berufsausbildung mit Abitur zu machen, waren schon recht begrenzt. Mhm. Also es gab eher so handfeste Berufe, also sowas wie Gartenbaufacharbeiter oder Betonwerker oder eben Baufacharbeiter oder sowas, das waren alles eher sehr zünftige und handfeste Berufe. Es ging natürlich auch ein bisschen darum, möglichst Menschen, die dann später in einem für die DDR interessanten Beruf zu studieren, denen natürlich auch eine Vorausbildung, also eine Berufsausbildung und ein bisschen Praxis nahe zu bringen. Und die Idee war natürlich klar, hinterher Bauingenieurwesen zu studieren. Ja. Das habe ich aber nicht gemacht. Also, aber Ihnen kam das entgegen, Sie wollten so was Ähnliches machen. Also als Baufacharbeiterin, das war nicht so ganz weit weg von Ihrer Vorstellung. Nein, eigentlich nicht. Also das war eher so Zufall, dass eben gut, also da gab es halt Plätze und da konnte ich halt für mich Abitur ablegen. Und warum haben Sie ablegen? Es denn doch nicht studiert, was Sie studieren wollten? Ich wollte eigentlich Restaurierung studieren, also sozusagen Restaurator werden für Gebäude. Wäre für die DDR angebracht gewesen. Ja, da wären durchaus. 50 Jahre mindestens beschäftigt. Aber eher so für die eher für die ganz alten Gebäude, so Sanssouci und ähnliches. Ja. Das hatte dann nicht geklappt und ich war schon immer fasziniert, fremde Länder, fremde Kulturen und habe dann Außenhandel studiert. Ja. Und da stand aber noch die Mauer. Da stand noch die Mauer, genau. Das heißt, der Traum von der großen, weiten Welt? Ja, war ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, man kann sich ja durchaus auch bestimmte Dinge vorstellen. Und habe in der Zeit, also vor dem Studium und auch teilweise dazwischen, in einem Außenhandelsbetrieb gearbeitet und mit Baustoffen gehandelt. Und sind Sie dann schon rausgekommen aus der DDR? Nein. Ich glaube, ich wäre auch nie rausgekommen. Also die Bedingungen waren für mich, also es war für mich einfach ein Bereich, wo ich sage, das hätte ich nicht erfüllt. Ja. Insofern war ich sehr glücklich, dass die Mauer dann einmal aber gefallen ist. Bleiben wir noch in der DDR. Nun fangen Sie an, mit Baustoffen zu handeln und merken plötzlich, das gefällt mir. Nein, also ich habe ja in einem richtigen staatlichen Unternehmen gearbeitet. Das heißt also Ex- und Import von Bau- und Grobkeramik, also ein Teil
Teilbereich von Baustoffen. Mhm. Und habe 1988 mein Studium abgeschlossen. Hatte in der Zeit auch meine Tochter geboren und war de facto bis Anfang 89 erstmal zu Hause. Fing dann so in 89, Mitte 89 langsam wieder an zu arbeiten. Als was? Als im Außenhandel wieder? Im Außenhandel wieder. Händlerin so ein paar für Baustoffe. Ja, genau. So, und habe aber... Lass mal eine kurze Pause machen. Bitte. Ihre Tochter ist geboren und dann im August, in der Mitte 89 fangen Sie wieder an zu arbeiten. Ja, genau. Wie war damals das Gefühl bei Ihnen in der DDR, in Ostberlin? Haben Sie gespürt, dass da irgendwas passiert? Ja, definitiv. Also es war ja sehr viel in Bewegung. Es war ja schon im Sommer klar durch diese Grenzöffnung in Ungarn, die Dinge, die sich einfach auch schon seit Frühjahr durch diese Montagsdemonstrationen abgezeichnet haben, war für mich klar, es wird irgendwas passieren, es wird irgendwas kommen. Und für mich war aber auch klar, dass ich eine Verantwortung habe, nämlich eine Verantwortung für meine kleine Tochter. Und dass ich mir nicht vorstellen konnte, einfach irgendwo hinzureisen mit ihr, ohne zu wissen, wo man ankommt, wie kann ich sie versorgen oder wie kann ich uns versorgen oder so. Und das war dann also schon eher so der Punkt, vor Ort einfach eher mitzuwirken daran, dass sich Dinge verändern. Und haben Sie sich dann engagiert beim Neuen Forum oder bei irgendeiner Gruppierung? Ja, ich habe schon ein bisschen mitgewirkt an verschiedenen Stellen, war jetzt aber nicht irgendwo so die Frontperson oder die große Aktion, also der große Aktionator, weil dafür hatte ich auch gar nicht die Möglichkeit. Und wenn Sie morgens in Ihr Büro kamen, zu Ihrer Arbeitsstelle, da fehlten dann plötzlich Leute, nicht? Wie war das damals, wenn plötzlich einer nach Ungarn gefahren ist und nicht wiederkam? Es fehlte ja nicht nur einer, also es ist ja ein längerer Prozess. Und dieser Prozess fand ja auch schon viel eher statt als 1989. Es gab ja immer wieder Menschen, die in irgendeiner Form, auch in den Jahren davor, aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, teilweise aus familiären oder kollegialen Bereichen in Westdeutschland, in Westberlin, wo auch immer, geblieben waren, ob durch Auslandsreisen, also ob durch Reisen zu Verwandtschaft oder ähnlichem oder eben über andere Wege sozusagen das Land verlassen hatten. Also man lebte schon auch irgendwie mit diesem Thema, dass Menschen nicht wiederkamen. Mhm. Und verstärkt war es natürlich klar in 1989, dass sich natürlich auch viele irgendwo verabschiedet haben und jeder für sich natürlich auch hin und her überlegt hat, also zumindest ging es mir so und auch meinem Bekannten- und Freundeskreis so, eben, es war alltägliches Thema, darüber nachzudenken, bleibe ich hier, gehe ich auch weg, versuche ich wegzugehen, wie geht es mir, versuche ich lieber etwas zu ändern vor Ort, als einfach wegzulaufen. Sie sind geblieben, wollten was verändern vor Ort, also Baustoffhändlerin, Studium abgeschlossen, im Außenhandel und nun kommt der 9. November. Ne? Wie erfahren Sie das? Naja. Fernsehen, Radio oder haben Sie geschlafen? So mehr oder weniger. Ich habe gar nicht so viel vom 9. November mitbekommen, weil ich hatte irgendwie, kann mich nicht mehr erinnern, ob meine Tochter damals krank war oder was auch immer. Also auf jeden Fall war ich irgendwie beschäftigt und war dann, glaube ich, irgendwann auch müde. Und ich hatte zu der Zeit auch kein Fernsehen. Also ich war der Meinung, nee, so viel Fernsehen gucken muss man nicht. Und hatte also viele Jahre auch überhaupt kein Fernsehen. Und habe schlichtweg den 9. November einfach verschlafen. Punkt. Und am nächsten Morgen war dann die Welt anders. Genau. Und jetzt kommen wir zu Ihrem Baustoffhandel. Dann waren Sie angestellt in einer Firma in der DDR. Ja. Ja, und wann hat es bei Ihnen Klick gemacht zu sagen, das verändert sich total, ich mache mich selbstständig? Also angefangen hat natürlich der Prozess zu überlegen, was wird, genau der Tag danach. Der Tag danach, niemand hat gearbeitet, also jedenfalls in meinem Umfeld nicht. Ich hatte damals einen grünen Trabi und bin mit meinen Kollegen und Kolleginnen, soweit die in das Auto reinpassen, Richtung Kreuzberg gefahren. Hab das Auto dann irgendwo abgestellt, dann sind wir also einmal zum Kudamm aufgebrochen. Und dann Mark geholt. Und irgendwann das war erst viel später, einfach erst mal gucken. Und es war auch klar, nichts bleibt so, wie es ist. Also mir war es eigentlich schon am 10. November klar. Und die Frage war natürlich auch,
klar, wie geht es weiter? Man unterhält sich natürlich, es gibt vielerlei Überlegungen, es gibt vielerlei sozusagen Auffassungen, wie Dinge sich entwickeln können. Mir war auf jeden Fall klar, dass mit dem Mauerfall sich alles verändern wird. Also zumindest im Osten sich erstmal alles verändern wird. Und mir war eigentlich auch klar, und es ganz viel zu restaurieren gab. Hatten Sie den Gedanken auch? Nein, den hatte ich damals noch nicht. Und mir war irgendwie klar, dass sozusagen staatliche Betriebe mit einem staatlichen Auftrag doch eher nicht so weiter existieren können. Und ja, es gab dann eben viele Gespräche mit vielen verschiedenen Menschen. Und am Anfang gab es dann also eine Idee, sich selbstständig zu machen, nicht von mir alleine, sondern mit Kollegen zusammen. Warum auch immer, am Ende war ich dann alleine und am Ende habe ich dann mit meinem Vater zusammen, den habe ich dann überredet, weil ich hatte auch eigentlich gar keine finanziellen Möglichkeiten. Das wollte ich Sie fragen, woher hatten Sie denn das nötige Kapital, um sich selbstständig zu machen? War das noch im Jahr 89? Oder? Wir haben Anfang 1990 vor der Währungsunion gegründet und haben tatsächlich große Teile mit Sachgründung vollzogen. Ja, also wir haben einen Trabi eingebracht. Wir haben ein Wartburg eingebracht. Wir haben den grünen Trabi. Genau, verschiedene Dinge eingebracht. Wir haben also, wie gesagt, tatsächlich einen DDR-Markt gegründet. Mhm. Und mein Vater hat mir damals ein kleines Startkapital. Noch in DDR-Mark. 5.000 Mark, genau, und dann, dann ging es halt irgendwie los. So fing die Geschichte an der Unternehmerin des Jahres 2014, Berlin-Brandenburg, Petra Heuer, und wir sprechen gleich weiter. Sie stammt nämlich aus dem ehemaligen Ostteil der Stadt, das heißt, den Ostteil gibt es immer noch, aber aus dem ehemaligen Teil der DDR, und heute Unternehmerin des Jahres, und da kann man nicht genug gratulieren, wenn man vor allen Dingen diese Geschichte hört. Wir erzählen sie gleich weiter. Bis gleich.